Hi, mein Name ist Nick Schuffenhauer, das MX-Style, sicher zum MX-Lifestyle und heute wieder mit einem neuen MX-Tutorial, nämlich wie man das Heck demontiert und montiert. Also, viel Spaß dabei! Ja, liebe Offroad-Sportfreunde, ich möchte euch heute zeigen, wie man denn das Heck montiert, ja. Der Hintergrund ist der, ihr habt mich gefragt, wie man denn das Heck demontiert. Und leider bin ich schon einen Schritt weiter. Es war schon demontiert oder ist schon demontiert. Und ich möchte es jetzt wieder montieren. Und ich würde sagen, daraus kann man auch ableiten, wie man es denn demontiert. Somit würde ich sagen, wir starten mal. Und was ich alles dazu brauche, seht ihr hier vor mir. Dann über die GoPro nehme ich die ganzen Plastikteile natürlich dazu. Ja, als ersten Step wollen wir doch das Heck an sich, also das Alugestell hier mal mit den Luftfilterkasten verbinden. Dafür sind entsprechende Aussparungen hier vorgesehen und man muss im Prinzip nur den Luftfilterkasten auf das Gestell aufstecken. Das kann hier und da mal ein bisschen klemmen und haken. Da brauchen wir ein bisschen Geduld ab und zu mal, aber manchmal klappt es auch recht gut. Also schauen wir mal, wie es heute gelingt. Im Prinzip nur da rein und dann so leicht draufschieben, zusammenschieben und mal sehen, ob es hängt und hakt irgendwo. So, und da, ja, da ist es auch schon drin. Jetzt ist mir hier noch der Batteriehalter runtergefallen, da kommt später dran. Und zur Kontrolle, ob man es auf richtige Position hat, hat man dann hier entsprechend diese Gewinde, wo dann später noch weitere Schrauben zur Befestigung mit herangemacht werden. Und somit ist man dann aber sicher, dass man schon mal auf der richtigen Position ist. Als nächsten Step wollen wir den Luftansaugtrakt mal noch mit anbringen. Da hat hier so, ja, ist so aus so einer Art Gummi, sage ich jetzt mal, und hat hier so eine schöne Nut, was man jetzt hier drin einfädelt in dieser Aussparung hier, ja, wo entsprechend diese Ansaugung rankommt. Und das kann man mit Hilfe dieser Gummilippe, sage ich jetzt mal, ein bisschen umknicken und dann hier auffädeln. Ja, und so sollte das Ganze dann auch aussehen. Hier der Luftansaugtrakt komplett drin. Hier und hier auch, dass hier ja kein Dreck reinkommen kann und dann entsprechend vom Motor auch angesaugt werden könnte und dann natürlich zu Schäden wiederum auch kommen könnte, ja. Also passt auf, dass ihr das richtig montiert habt und da keine Falten oder so weiter sind, dass kein Dreck reinkommt. Als nächstes würde ich den Spritzschutz montieren wollen am Luftfilterkasten. Ja, der kommt hier unten ran, ja, mit entsprechenden Teller-Unterlegscheiben und diesen typischen Plastikschrauben, die bei KTM verbaut sind. Ja, und ich werde jetzt hier auch keinen Drehmomentschlüssel verwenden. Wer das mag, kann das gerne tun. Aber wenn ich jetzt hier so allgemeine Fahrstellsachen mache, wo Plastikteile angeschraubt werden oder ähnliches, verwende ich im Prinzip selten einen Drehmomentschlüssel. Ja, da mache ich es wirklich so, okay, ich schraube es fest und gut. Ja, so wie man es im Gefühl hat, sage ich mal. Also da streiten sich so ein bisschen die Geister. Manche wollen es da auch noch sehr genau haben. Drehmomentschlüssel verwende ich auf jeden Fall bei Motor, bei Dichtungen und wenn es hier um Klemmungen geht oder ähnliches, weil man dann echte Schäden verursachen kann, wenn man es da nicht tut. Natürlich kann man es hier auch übertreiben, dass dann die Schraube überdreht oder irgendetwas. Aber das mache ich dann wirklich von Hand hier. Also das ist meine Vorgehensweise. Wie ihr das macht, kann natürlich jeder für sich entscheiden und natürlich mir unten in die Kommentare schreiben, wie wichtig er seine Vorgehensweise oder meine Vorgehensweise, wie auch immer, ja, hält und natürlich dann dementsprechend kommentieren. Und wie ihr seht, habe ich jetzt hier die zwei Schrauben reingemacht, mehr ist es nicht. Ja, und der Spritzschutz ist dementsprechend schon mal montiert. Ja, als nächsten Step mache ich schon mal den Batteriehalter mit rein, ja, diese Vorrichtung hier. Und diese wird auch mit drei entsprechenden typischen KTM-Plastikschrauben montiert. Hier auf dieser Position, der kommt hier rein und wird hier entsprechend so positioniert.
so dass die drei Löcher natürlich hier übereinstimmen mit den entsprechenden Plastikgewinden, also die vorgesehenen Plastiklöchern, wo dann die Schrauben reinkommen mit den typischen, ja, die typischen KTM-Plastikschrauben mit der 6er Nuss hier entsprechend festgezogen und mehr ist es auch nicht. Ja, und die Batterie an sich, die kommt dann später bei mir rein. Erstens ist es jetzt noch entsprechend etwas leichter, natürlich ohne Batterie. Und zweitens, die Batterie muss noch geladen werden. Die mache ich erst dann wirklich, wenn es im Frühjahr wieder losgeht. Ja, wir haben jetzt Anfang Februar. Und wenn es im Frühjahr bei mir wieder losgeht mit ein paar Runden drehen einfach, ja, dann kommt erst die Batterie wieder hinein. Jetzt können wir im Prinzip schon das Heck an das Bike montieren. Dafür brauchen wir lediglich erstmal nur die ersten zwei Senkkopfschrauben, die hier innen drin Torx haben, ja, die direkt an den Rahmen befestigt werden. Diese benetze ich noch etwas mit Loctite, also etwas Schraubensicherung, einfach auch um die Vibrationen, die durch den Motor über den Rahmen noch übertragen werden, ja, diese Schrauben nicht lösen können und quasi mit Loctite gesichert sind. Wenn wir das getan haben, können wir schon mal das Heck besser gesagt ansetzen. Ja, auf den Spritzschutzlappen achten. Der Ansaugstutzen oder die Ansaugung muss links vom Zentralfederbein vorbeigehen. Und dann hat man hier am Rahmen die zwei Gewindegänge oder nicht die zwei Gewindegänge, die zwei Gewinde, wo die Gewindegänge drin sind. Dann noch den entsprechenden Torx-Schlüssel nehmen und die beiden Schrauben schon einmal anfädeln. Ja, und diese beiden Schrauben lasse ich wirklich erst einmal lose daran, damit ich hier auch noch ein bisschen Hebelwirkung habe. Das macht es mir einfacher, den Ansaugstutzen quasi zu montieren dann, ja. Man könnte wirklich jetzt hier, wenn man ein bisschen Obacht gibt, mit dem Ansaugstutzen und hier ein bisschen aufpassen beim Auspuff, ja, dass ihr euch da keine Kratzer reinmacht, wirklich das Heck jetzt so herumklappen, wenn man mag und möchte, und könnte dann auch gegebenenfalls von hier hinten leichter rankommen, wenn man irgendetwas da bauen möchte. Nun wollen wir natürlich den Luftfilterkasten dementsprechend so montieren, dass wir hier den, die Luftansaugung, quasi den Stutzen, hier auf den Stutzen quasi von der Einspritzung wieder drauf bekommen. Darauf achten, dass alles ein bisschen sauber ist natürlich, damit wir keinen Dreck jetzt in die Einspritzung hineinbekommen. Dafür, wie gesagt, hier der Spritzschutz ein bisschen aufpassen. Hier, dass wir an Zentralfederbein vorbeikommen. Das muss hinter den Reifen. Hier auf dem Auspuff aufpassen, nicht auspassen, sondern aufpassen. Und ja, dann hätten wir das schon mal soweit. Und jetzt können wir hier hinten durchschauen und gucken, okay, wo muss ich denn jetzt mit der Ansaugung noch hin? Also ein bisschen rechts nach oben. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das ja über die GoPro. Ich muss jetzt noch so ein bisschen rechts hoch und kann dann hier wirklich korrigieren, navigieren darüber und dann hier drauf, wenn das optisch gut aussieht, kann ich hier mir das, die Hebelwirkung mit zur Hilfe nehmen, damit das wirklich hier richtig drauf schnappt quasi. Natürlich nur begrenzt, so wie hier dann der Anschlag ist, ja. Gegebenenfalls kann man hier drin mit sauberen Handschuhen dann ein bisschen nachdrücken und wie ihr gesehen habt, ist es jetzt richtig so, ja, wie drauf gerutscht, sage ich jetzt mal. Hier noch etwas auf die Kabel mit achten und dann dementsprechend die Rohrschelle oder Schlauchschelle hier festziehen, damit da nichts mehr verrutschen kann. Gucken, dass das sauber und auf Stoß ist, damit hier auch kein Dreck reinkommen kann, so dass das Motorrad auch keinen Dreck anziehen kann, was dem Motor dann ja zu Lasten fällt, sage ich jetzt mal. Und das wäre es auch schon. Ja, der Rest ist eigentlich nur noch munteres Schrauben, ja. Wir beginnen damit, dass wir zuerst natürlich das Heck an sich
mal befestigen. Dafür natürlich die anderen zwei Tox-Schrauben da mitnehmen hier. Auch hier ein bisschen Loctite mit drauf machen, damit die entsprechend auch gesichert sind. Einfach nur einen Tropfen. Zack. Und dann den Tox natürlich nicht vergessen. Und dann dementsprechend hier festziehen. Wenn wir die Torx-Schrauben soweit drin haben, ja, könnte man natürlich hier auch eine kleine Abdeckung drauf machen, wenn ihr eine Abdeckung habt, damit euch kein Dreck hier so weiter reinfällt. Ich werde es dann so handhaben, dass ich zum Schluss nochmal gucke und alles hier drin sauber mache. Aber wir wollen natürlich jetzt hier munter weiterschrauben. Bei den restlichen Schrauben verwende ich kein Loctite. Ja. Die schraube ich einfach nur handwarm fest. Natürlich haben wir dann auch noch den Auspuff, der wo zwei solche langen, etwas längeren Schrauben, sage ich mal, reinkommen. Dann hier den Auspuff dementsprechend auf Position bringen. Ja, und dann fröhlich ranschrauben sozusagen. Schauen, ob es mir gleich gelingt, ihn zu drehen. So, zack, mal ein bisschen fest. Und dann dementsprechend die Schrauben hier auch anziehen. Dann können wir auch das Heck schon mal ranmachen. Wo man nicht vergessen sollte, ja, was mir jetzt beinahe passiert wäre, die Teile. Die müssen natürlich hier drin stecken. Da ist ein Gewinde drin. Das muss hier rein. Es ist nämlich oftmals so, wenn die hier nicht drin stecken bleiben, dass sie dann hier drin stecken. Ja, also wenn man die sucht hier, ey, wo sind die, wo sind die, wo finde ich die? Die stecken oftmals hier dann im Heck an sich drin. Und dafür mache ich hier drüben die Schraube nochmal hier hinaus, weil da muss das Heck noch mit rein. Das hatte ich jetzt im Eifer des Gefechts, ehrlich zugegeben, einfach vergessen. Aber ist ja kein Problem. Und das Heck ist ein bisschen, ja, mühselig, würde ich mal behaupten wollen. Das immer alles auf einmal gleich zu treffen. Weil wir müssen hier rein und dann die ganze Passform zum Luftfilterkasten, das muss alles so ein bisschen auf einmal passen. Und da brauchen wir wirklich gesagt etwas Geduld dazu, um das gleich problemlos, sag ich mal, hinzukriegen. Zack, und dann passt es auch. Hier noch ein bisschen. Zack, das muss dahin. Das muss hier hin. Dann hat man das Plastikheck auch schon mal soweit draufgesteckt. Bei dem Plastikheck, da können wir schon mal eine Plastikschraube setzen, soweit. Nämlich diese hier. Weil man dann später, ja, nicht schwer, aber nicht so einfach, sagen wir mal, rankommt. Deshalb können wir die jetzt hier schon machen. Zack. Und dann können wir auch dieses Teil hier ransetzen.
Da haben wir dann auch eine Plastikschraube. Und dann geht das Schrauben munter weiter. So. Und dann von hier unten nicht vergessen beim Heck. Da sitzt das, der Einsatz quasi noch nicht richtig. Das müsste ich noch mal richten. Gleich eine Verlängerung mitnehmen, um es mir ein bisschen leichter zu machen. Hier muss man nämlich ein bisschen am Auspuff vorbeikommen. Ja. Genau. So läuft's. Ja, auch noch. Ja, dann kommt dieses gute Stück noch, diese ja, Aluminium-Mutter-Verbindungsstück, was hier unten reinkommt vom Heck her. Ja, das ist ein richtiger Einsatz, damit es verdrehsicher ist. Und im Zentrum kommt dann später auch noch eine Schraube für die Sitzbank durch. Die Sitzbank allerdings kann ich jetzt noch nicht montieren, weil hier der Tank noch gar nicht drauf ist und so weiter. Soweit bin ich noch gar nicht. Aber ich wollte euch hier das Heckvideo noch machen, deshalb machen wir das soweit. Und hier, das ist aus Aluminium, würde ich auch nicht empfehlen, hier Loctite großartig ranzumachen, weil meine Erfahrung ist, dass es dann wirklich frisst und alles Mögliche. Und man hat das Gewinde auch schnell, ja, überreizt, sage ich jetzt mal. Ja, und dann ist es mühselig, das wieder, ja, in Ordnung zu bekommen. Nimmt ja auch nicht ganz so viel Kraft, hier leicht handwarm, so, das reicht schon. Reicht vollkommen aus. Ja, und das Feste, wichtiger ist dann wirklich die Schraube, die hier durchkommt, dass die vernünftig fest in der Sitzbank ist, damit euch nicht die Sitzbank wegfliegt, ja, beim Fahren. Ansonsten kann man hier noch den Luftfilterdeckel drauf machen, natürlich dann auch später nicht vergessen, hier innen nochmal vernünftig sauber zu machen und dementsprechend dann den Luftfilter hineinzusetzen. Und natürlich auch dann alles festzumachen, Luftfilter und so weiter, damit er richtig sitzt. Und somit hätten wir jetzt das Heck eigentlich an und für sich schon mal montiert. So, ja, sitzt, passt, wackelt, hat Luft, wie man so gern sagt. Jetzt kann man hier bei den Kabeln noch ein bisschen was tun. Das muss nämlich hier von drin so eingehakt werden. Das klickt eigentlich auch nahezu alles hier rein. So, zack. Und passt dann auch gleich wieder. Und man kann dann entsprechend sich die Kabel hier drin so verlegen, wie man sie braucht. Oder was heißt, wie man sie braucht, wie sie halt lang gehen sollten. Das ist einmal hier drüben vorbei. Da muss dann auch das hier noch hin. Und kann hier unten eingefädelt werden. Das kann natürlich auch früher gemacht werden, wer mag. Ja, damit man gegebenenfalls hier besser rankommt. Ja, man könnte jetzt hier auch nochmal den Deckel wegmachen, damit man ein bisschen mehr Platz hat natürlich. So, dann kann man von hier unten reingreifen und das dann dementsprechend hier drauf stecken. Sind nämlich extra solche Vorrichtungen da, wo dann dieser Gummi hier drauf kann. Wird dann hier drauf gesteckt, zack, bleibt das auch auf Position. Und dann das Kabel entsprechend noch durchführen. Ja, kurzer Cut im Video. Ich habe fix noch ein paar Kabelbinder geholt,
damit ich euch es auch gleich zeigen kann, damit ich es auch gleich alles fertig und fest machen kann. Dementsprechend die Kabel. Das legen wir dann doch nochmal beiseite. Und machen hier die Kabel gleich mal ein bisschen fest. Also ich mache das gerne hier gleich an den Rahmen fest, damit es hier gar nicht großartig sich bewegt und dann irgendwie ja wegknicken kann oder ähnliches. Mache ich mir das hier gern fest. So. Wichtig ist, dass das hier reinkommt, ja, so hier, damit die Sitzbank ungehindert natürlich auch hier reinpasst. Ja, für die Batterie, die Masse. Dann wollen wir das Kabel doch gleich nochmal machen. Sehen, ob ich das hier gleich rausbekomme. Ausgesteckt bekomme. Ja, passt auf. Dann kann ich das Kabel nämlich hier durch. Zack. So, da muss auch ein Kabelbinder rein. Extra dafür vorgesehen. Hier ein paar Schlitze und so weiter, damit man hier einen Kabelbinder auch durchziehen kann und das Kabel dementsprechend auch hier festmachen kann. So, dann kann das auch wieder rein. Zack, das ist dann für die Benzinpumpe. Das kommt dann, zack, 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 zack. Das muss hier hinten durch. Und die Einheit, die kommt hier in diesen Gummi rein. Da ist extra dafür vorgesehen. Wenn man herankommt. Zack, hätten wir auch. Das Kabel kommt hier unten rum, unter der Führung und wird dann auch noch hier hinten reingesteckt. Gucken, ob die Verriegelung einrastet. Und dann ist das hier auch schon gut. Und hier müsste dann die Batterie quasi noch angeschlossen werden. Ja? Hier, das zwickt man auch noch weg, dieses bisschen Kabelbinder. Je nachdem, wie bei euch die Situation ist, ist ja auch auf jeden Fall vom Motorrad zu Motorrad unterschiedlich. Und vom Marke, Modell und so weiter, kann das sein, dass ihr hier ein bisschen entsprechend, dass ihr euch ein bisschen anders verlegt, wie auch immer. Da sind der Kreativität quasi keine Grenzen gesetzt. Man sollte aber dann doch schon ein bisschen den Originalzustand bewahren, weil man weiß nicht, bei welchen Bewegungen das Kabel so oder so beansprucht wird, dass dann Bruchstellen entstehen könnten oder sowas und das wollen wir natürlich vermeiden. Ja, jetzt noch den Luftfilterkastendeckel noch drauf. Zack, zack. Und im Prinzip ist das Heck jetzt wieder montiert. Weiter komme ich nicht, weil ich jetzt den Tank noch nicht drauf habe und so weiter. Ihr wolltet wissen, wie das Heck demontiert wird. Ich hoffe natürlich, ihr könnt daraus schlussfolgern, wie es denn rückwärts geht, um es natürlich auch dementsprechend zu demontieren. Falls doch nicht, haut es mir einfach in die Kommentare unten rein. Da mache ich vielleicht dann doch noch ein extra Video, wie man es demontiert. Aber ich denke, im größten Teil kann man das sich jetzt schon ja, so ein bisschen zusammenreimen, wie das denn das Ganze dann rückwärts aussieht.
Guter Letzt natürlich noch den Stecker für den Sensor noch drauf. So, wo ist... So, zack, die Schutzhülle noch drüber. Und fertig ist der Lack. Ansonsten hoffe ich, euch hat der Clip gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video dieser Art mehr verpassen möchtet. Und kommentiert natürlich fleißig, wie ihr vielleicht hier und da etwas anders macht, ja. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Erfolg und sportfrei. Euer Nick.